Wäre es möglich, einen dieser Gegenstände zu kaufen? Wie hoch ist ihr Wert in Gold? Wie ich bereits anmerkte, könnt ihr annähernd perfekte Kopien der Exponate kaufen. Doch müsst ihr sie lange im Voraus bestellen. Die Wartezeit beträgt momentan mindestens ein Jahr. Die gezeigten Originale sind leider um keinen Preis erhältlich, da die genauen Konstruktionspläne zumeist nicht mehr auffindbar sind. Habt ihr weitere Fragen? Fahrt mit der Führung fort, diese Gegenstände sind ohne weise Auslegung nicht zu begreifen. Entschuldigt mich, doch ich habe bereits zu viel Zeit mit euch vertan. Die Pflicht ruft. Ich wünsche euch dennoch einen weiterhin angenehmen Aufenthalt. Bitte nehmt Rücksicht auf unsere anderen Brüder und verlasst den Saal bei Einbruch der Dunkelheit. Viele von den Brüdern erhalten nächtliche Andachten, die geraume Zeit in Anspruch nehmen. Und sind froh, wenn sie nicht noch versprengten Besuchern nachsetzen müssen. Das war ich beinahe unter meiner Würde. Okay. Das war die kurze, hübsche Führung. Jetzt wissen wir wenigstens über ein paar der Geräte Bescheid, außer über das archaische Wunder hier. Gut. Okay. Jetzt können wir uns auf dem Weg zu Ragefasts Villa machen. Die steht hier oben. Und dann müssen wir versuchen, die Nymphe vor ihm zu retten. So. Das ist das Haus von Ragefast, was ganz dick und fett dort angeschrieben steht. Zum Glück. Und es ist natürlich verschlossen. Ja, also gehen wir da einfach mal rein. Nun, da ich euch nichts so leichter bekenne, als das. Kann ich euch ja nicht gehen lassen. Wir sind füreinander bestimmt, ob ihr es wisst oder nicht. Du weißt sehr wohl, dass ich dich unmöglich wieder gehen lassen kann. Wir sind füreinander bestimmt, ob du das nun wahrhaben willst oder nicht. Schicksal oder nicht. Ich bin nicht für diesen Ort bestimmt. Ob nun Schicksal oder nicht, mein Leben wird an diesem Ort nicht lange währen. Was? Wer wagt es, in das Haus von Ragefast einzudringen? Sagt an, was ihr hier wollt, damit ich weiß, was ich auf euren Grabstein meißen kann. Der ist ja schon mal sehr nett. Harte Worte, Magier. Seid ihr gewillt, sie zu unterstützen? Ihr wagt es, mich als Räuber zu bezeichnen? Ihr, der solches Verbrechen begeht? Ich möchte so wenig Schwierigkeiten wie möglich. Wenn ihr mir einfach die Nymphe aushändigt, werde ich zu Ramazid zurückkehren. Ich glaube, Ramazid erwähnen wir jetzt erstmal nicht, sonst dreht er vielleicht völlig am Rad. Ihr wagt es, mich als Räuber zu bezeichnen? Was soll der Unfug? Erklärt, was das soll, bevor ich mich euer entledige. Ich erkläre gar nichts. Ihr werdet die Nymphen freilassen oder sterben. Ihr haltet dieses wunderbare Wesen gefangen und beansprucht, noch immer die Moral gepachtet zu haben. Was für ein Widerspruch. Ich und Ramazid sind beide Zeugen eurer grausamen Gefangenschaft geworden, die ihr über dieses Wesen verhängt habt. Nee, versuchen wir mal das mit der Moral. Nein, diesem Wesen gehört meine ganze Liebe, mein Leben. Sie wird mich auch in gleicher Weise lieb gewinnen. Doch das dauert seine Zeit. Der ist also besessen von der Nymphe, was eigentlich typisch ist für Geistesschwache, sage ich mal, obwohl der Typ ein Magier ist. Okay, bei Magiern hängt eh Wahnsinn und Vernunft irgendwo auf einem schmalen Grat. Okay. Man hätte diejenigen nicht gefangen, die einem am Herzen liegen. Ihr mögt ihrem Willen brechen und sie wird euch dienen, aber das ist keine Liebe. Hört auf sie. Das ist ein unmögliches Ziel. Das Beste für sie wird sein, sie übergibt sie mir und ich befreie sie unter den Augen von Ramazid. Eure verzerrten Gefühle vernehmen unsere Sicht. Befreit sie, bevor ihr beide zu Schaden kommt. Nehmen wir das dir. Das Erste. Auch sie wird glücklich sein, wenn sie nur erst ein wenig hier eingelebt hat. Wir werden uns lieben und treu sein bis in den Tod. Sieh mich an, Ragefast. Meine Schönheit schwindet mehr und mehr dahin. Abella, so etwas darfst du nicht sagen. Deine strahlende Schönheit hat seit unserem ersten Tag nichts am Glanz verloren. Ihr schmeichelt mir, doch seid ihr von der Leidenschaft geblendet. Seht doch nur, was mit mir vorgeht. Mein Geist schwindet mit mir an diesem garstigen Ort dahin. Mir, die ich doch eigentlich nicht altere. Und weil ihr so besessen seid von mir, steht es auch um den euren schlecht. Aber wir sind füreinander bestimmt, es waren deine Worte.
Oh ja, auf meiner Lichtung im schönen Schein des Mondes und der Sterne. Jedoch hier bei euch eingepfercht zu sein, das ertrage ich nicht. Ich bin kein Mensch, ich bin hier nicht zu Hause. Aber ich bin hier zu Hause. Sie wird unter eurer Obhut sterben. Ramazit hat recht, wenn er ihre Befreiung wünscht. Jammert, wenn euch danach ist, aber heute Nacht wird sie frei sein. Steht ihr im Weg, so werdet ihr zusammen mit eurem irrigen Träumen untergehen. Diese Abella wird mit euch sterben. Befreit sie, wenn eure Gefühle echt sind. Ja, es stimmt. Vergib mir, Abella. Was ich getan habe, war sehr dumm von mir. Ich befreie dich von den Fesseln meiner Verzauberung. Du bist frei und kannst gehen. Bitte denk nicht schlecht von mir. Ich bin nur ein dummer alter Mann. Deswegen haben wir dich auch nicht gleich getötet. Ich bin nicht ohne Fehl. Doch liegt es in meiner Natur, dass ich krankhafte Leidenschaften wecke. Ich bin die ich bin und kann daran nichts ändern. Was meine unverhofften Retter anbelangt, so mögt ihr meines grenzenlosen Dankes versichert sein. Nehmt diese Locke von meinem Hals, Andenken an mich entgegen. Was mich betrifft, so werde ich wohl den Umgang mit Menschen eine Zeit lang meiden. Lebt wohl. Habt ihr mich noch nicht genug gelangweilt? Lasst mich in Ruhe und verlasst mein Haus. Na, wir gucken erstmal kurz, ob du noch was Interessantes hier hast. Also erst einmal hast du ein riesiges Teleskop im Haus stehen. So viel dazu, dass diese Teleskope so super selten und wertvoll sind und keiner weiß, wie sie gebaut werden. Ich meine, das hier ist ein Riesenteil. Das andere konnten wir einfach so in unseren Rucksack stecken. Okay, das ist jetzt das der Knackpunkt daran. Aber trotzdem, der hat ein Teleskop hier stehen. Sterngucker also. Gut, damit wäre das hier auch erledigt und wir hätten hier diesem Stadtteil alles abgeschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt zu Ramazit und erklären ihnen, dass wir die Nymphe nicht haben, sondern nur das Haar der Nymphe. Zwar hat Nymphenhaar an sich keine magischen Eigenschaften, allerdings ist es eine wichtige Zutat für eine Reihe von Charisma-Zaubern und Gegenständen, von denen der Nymphenumhang eine der wichtigsten ist. Also vielleicht kann uns jemand aus dem geschenkten Nymphenhaar einen Umhang herstellen, den wir dann immer bei uns tragen können. Vor allem da Talisa noch gar keinen Umhang trägt. Oh, übrigens haben wir hier noch das Schild. Das habe ich noch gar nicht vorgelesen. Langschild plus 1 plus hier gegen Geschosse. Schild der fallenden Sterne. Ilmater selbst verzauberte diesen Schild, nachdem er Zeuge der Bereitschaft eines jungen Knappen geworden war. Unsägliche Schmerzen für das Wohlergehen seines Pferdes auf sich zu nehmen. In einer erbitterten Schlacht zwischen einer Kavalleriedivision der Menschen und einer Horde von Hobgoblins wurde der junge Mann losgeschickt, Verstärkung zu holen. Ein Pfeilhagel ging auf ihn nieder, ja, was klar ist, Hobgoblins benutzen gerne den Bogen, der fast die Sonne verdunkelte, und er wusste, dass auch wenn er selbst den Pfeilen würde ausweichen können, er dennoch verloren werde, wenn sein Pferd fiel. Ja, das klingt vernünftig. Weil entweder zerschmettert ihn das Pferd, wenn er abstürzt, oder die Hobgoblins erschießen ihn nochmal. Mit seinem Schild und seinem Körper fing er die Wucht des Angriffs ab und wurde dabei tödlich verwundet. Sein Pferd blieb unversehrt, was ihrer beider Flucht ermöglichte. Und seine Leiche wurde in die nächste Stadt getragen, wo man ihn wieder zum Leben erweckte. Ja, da soll man sagen, Ilmater ist nicht gnädig. Es war ein bisschen verrückt, dass man für andere Schmerzen ertragen soll. Naja, das kann man jetzt auch zweideutig sehen. Aber gut. So, von hier aus kommen wir schnell zu Ramazits Haus. Also wenn wir einmal durch den Stadtteil hier latschen. So. Haben wir noch Identifikationszauber? Nein, wir haben gar nichts mehr. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich glaube, falls Ramazit böse auf uns wird, bevor wir uns mit dem anlegen, sollten wir eine Runde schlafen. Das können wir ja gleich nebenan in der errötenden Nixe. Nichts leichter als das. Ich will hier rein. Beinahe unter meiner Würde. Möchte gern eine Runde schlafen. Hier liegt immer noch der Streitkolben vor dem Ogre rum. Du, das ist pfundig, so eine feine Seele zu treffen. Jo, danke gleichfalls. Hier kann man nur adlig schlafen, egal. So.
Wir brauchen ja nicht unbedingt königlich. Nichts leichter als das. So, wir brauchen Ramazids Haus. Gut. Okay, mitten in der Nacht in das Haus von Ramazid einzudringen. Vielleicht auch nicht gerade die beste Idee. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Aber wir müssen ihm ja sagen, dass wir die Nymphe befreit haben. Gut. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Er hat schon mal ziemlich gemütlich hier. Meine Geheimnisse gehören mir allein. Ihr wisst bereits genug über mich. Ich sehe, ihr seid zurück. Spart euch eure unständige Erklärung. Ich, der alles sehe, die Zukunft eingeschlossen, weiß bereits, dass ihr mich verraten habt. Wie dumm vor euch, hierher zurückzukehren, nachdem ihr unsere Abmachung zuwidergehandelt habt. Ich habe etliche Zauber auf dem Feuer stehen, denen nur noch das ein oder andere Stück Nymphe als Zutat fehlt. Wir haben Nymphen, ha? Es kann lange dauern, bis ich eine andere gefunden habe. Diese Verzögerung, die allein ihr zu verantworten habt, soll euch toll zu stehen kommen. Fordert mich heraus, wenn ihr es wart. Was macht er jetzt? Au. Er wirkt einmal einen Blitzstrahl, der mir ein bisschen Schaden macht. Was wollt ihr? Das kann ich einmal kurz gegenheilen. Und dann bewegen wir uns vorsichtig den Turm hoch. Ja, hier ist die Treppe nach oben. Hier unten scheint es schon mal nichts zu geben. Was? Und ich lasse Imoin und Dina hier nicht mal leider etwas zurück. Weil hier wird es lustig. So, jetzt kann ich sie langsam nachholen. So. Ja, die Dinger sind eng und ich glaube, wenn ich unvorsichtig bin, also die beiden nicht nachziehe, dann spawnen die nahe den Gegnern, während die anderen weiter hinten sind. Ja. So habe ich das jedenfalls noch in Erinnerung. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Gut. So. Nächste Etage, das war Grünschleim. Ja, genau, hier sind Untote. Beziehungsweise Ghule. Au. Wir sind auf jeden Fall gut daran, uns krank zu machen. Wobei krank, glaube ich, nicht besonders viel macht. Ich bin ganz wohl. So. Eure Dienerin steht, wie ihr wünscht. Ihr braucht, man kann es ja mal versuchen. Ich tue mein Bestes. Und die Bühne können wir plündern. Unter meiner Würde. Vielleicht haben die was Interessantes dabei. Gesinnungserkennungsschriftrolle war das, oder? Ja. So, das kann zu Minsk. Ja, nichts leichter als das. Und dann gucken wir uns. Da ist ein Edelstein gewesen. Ich wollte das aufheben. Dankeschön. Kann ich euch behilflich sein, wenn niemand besser geeignet ist? Gut. So, die Krankheit können wir nachher ausschlafen. Oh. Was? Gut. Ihr braucht meine Hilfe? Oh, ich bin wirklich nicht im ganzen Hauptproblems mit Schwert mit Pfeil und Bogen. Hauptproblem Elite sogar. Wir benutzen hier eigentlich Giftpfeile. Ja, oh Allgegenwärtiger für die Gruppe. Habt ihr was Besonderes dabei? Gold und Edelsteine, hm? Ich tue mein Bestes. Ja. Nehmen wir das einfach mal an uns. Ihr habt ein für die Gruppe. Man kann es ja mal versuchen. Oh, ein schicker Edelstein. Ein Diamant sogar, oder? Nee, ein Zirkon. Jupp. Diamant wäre wertvoller gewesen. Ja? Ihr voll braucht meine Hilfe. Ich tue mein Bestes. Ach, du hattest noch so einen. Okay, waren das alle sechs? Nein, du fehlst noch. Okay. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Was? Hier lang! Was? Hier geht mal aus dem Weg, dass unsere Vorhut, unsere Nahkämpfer hoch können. Ihr so gut ihr kann. Dann gehst du mal eine Etage runter. Ja? Beinahe unter meiner so. Würde. Ihr geht hoch. Oh. Was wollt ihr?
Kann ich euch behilflich sein? Was immer ihr braucht. Wie befohlen. Da sind jetzt nochmal Kobold-Kommandos. Ja? Hier lang! Meine Klinge wird euch zu verschlossen. Die sind, glaube ich, etwas gefährlicher als die Hauptgoblins mit ihren Feuerpfeilen. Ja. Was? Gut. Ja, oh, allgegenwärtig. Ja, hier, Raheimer Minsk. Es war gut, dass wir nochmal gerastet haben. Ja, nichts leichter. Und dann als noch das. Eine Stockwerk höher. Hallo, Ramazid. Ich bin ganz Ohr. Ja, hast du Begrüßungsgeschosse. Was wollt ihr? Oh. Das ging etwas leicht. Nichts leichter als das. Von der Hand. So, dann gucken wir uns mal um. Ich tue mein Bestes. Khalid. Oh, ein paar Gegenstände. Ein paar magische Gegenstände. Hier haben wir ein paar Bücherregale, aber in denen liegen nur Bücher, die wir jetzt zurzeit nicht mehr brauchen. Ein verschlossener Schreibtisch. Oh, ein magisches Buch.